So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke und wir sind gerade hier am Ostertisch, ne? Das sieht man, hier sind nämlich die Ostereier und hier habt ihr das Osterfeuer, das brennt lichterloh. Gleichzeitig haben wir hier noch, das dürfen wir eigentlich gar nicht zeigen, hat die Mama gesagt, ich sehe bloß, dass das Holz nicht drauf ist. Das ist das Osterholz. Guckt euch das Holz an. Habe ich nicht verstanden, hat sie gesagt. Seht zu, dass das Holz nicht drauf ist? Das konnte ich noch nicht wegräumen. Hallo, wir haben Holz im Garten. Stellt euch das mal vor. Und hier, aber guck. Das ist der Osterstrauß. Und da sind nochmal Ostereier. So, wir wollen heute aber... Ach Moment, ich muss mich wieder beruhigen. Wir wollen heute nämlich ein Ostertasting vornehmen. Dafür haben wir diese zwei Flaschen Osterbier. Also bei uns ist jetzt gerade der Ostersonntag. Wir wollen nämlich heute grillen. Das Osterfeuer stört mich jetzt schon irgendwie. Ich glaube, das tue ich mal hier weg. Das ist ja lebensgefährlich, wer sowas erfindet. Die Ostereier tun wir auch mal zur Seite, damit ganz das Bier im Vordergrund steht. Warum habe ich zwei Flaschen? Natürlich, damit man mit einer Flasche die andere Flasche aufmachen kann. Im Garten hat man nämlich keinen Flaschenöffner. Was ist das für ein Bier? Was ist das für eine Flasche? Hier steht Hasen Augsburg. Das ist eine Schutzmarke. Hasen Augsburg. Hier ist ein Hase, der sprintet gerade. Und hier steht Osterfestbier. Guckt euch mal diese Banderole an. Wie schön goldig und festlich die aussieht. Genau wie der Stöpfel hier oben. Auch ein festlicher, goldiger Stöpfel. Sieht aus wie Hase am Spieß. Der Rest von dem Bier sieht genauso gut aus. Hier steht nämlich ein festlicher Genuss für die schöne Osterzeit. Vollmundig, mild, würzig. Exklusiv von Hasen. Das ist also von Hasen gebraut. Ich wusste gar nicht, dass die sowas können. Und hab dann noch hier nochmal ganz vorne Osterfestbier, der Hase mit einem Bierglas in der Hand. Das ist doch herrlich. Das ist goldig, das ist grün, das ist saftig. Das wollen wir jetzt mal probieren. Osterfestbier, dieses Osterfestbier wird speziell und nur zur Osterzeit eingebraut. Streng nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Es ist mild, würzig und malzaromatisch. Im Geschmack ein wirklich festlicher Genuss. 5,8%. Das machen wir jetzt mal auf. Dann nehmen wir uns ganz in Tradition des Bier-Adventskalenders mal das Original-Bier-Tasting-Glas, was wir da haben. Schenken das mal ein. Auch so, dass man hier das drüben sieht. Ganz gemütlich einmal hier rein. Ihr wisst, das sind ja immer 0,33 Liter Flaschen gewesen. Das ist jetzt 0,5. Das passt also nicht ganz hier rein. So. Ich kann es vergessen zu zeigen. Da steht noch der Osterkuchen mit der Osterdonauwelle. Da ist Osterstreichholz, mit dem ich das Osterfeuer entzündet habe. Gucken wir uns mal das Bier an. Machen wir es wie beim Bier-Adventskalender. Es ist auf jeden Fall ein sehr klares Bier. Hier könnt ihr durchgucken. Das hat eine richtig goldige... hier dieses Bernsteinfarbenen Look, was ich auf jeden Fall sehr genial finde. Es perlt, es sieht frisch und lecker aus. Der Schaum ist direkt schon weg, da hätte man anders einschenken sollen. Wer braucht schon Schaum? Wir wollen das Bier. Riecht auf jeden Fall vollmundig, mild, würzig. Habe ich gerade von der Flasche abgelesen. Nö, riecht halt nach Bier, riecht nach einer kräftigen, würzigen Note. Wir probieren einfach mal. Riecht auf jeden Fall besser, als es schmeckt. Der Ostergeschmack kommt jetzt nicht ganz durch. Finde ich es ein bisschen auch herb, ein bisschen bitter, mir ein bisschen zu bitter auf der Zunge. Hätte ich jetzt mit was anderem gerechnet für die schöne Osterzeit. Der Hasen Augsburg, ne? Ein bitterer Hase. Ansonsten kann man das, denke ich mal, trotzdem trinken, weil das sieht einfach herrlich aus. Wenn es noch ein bisschen gekühlter wäre, das war jetzt nicht im Kühlschrank, dann fließt das nochmal ganz anders. Und ansonsten gönnen wir uns natürlich hier noch ein Stück vom
Osterkuchen. Total reingegriffen, sieht auf jeden Fall komisch aus. Nein, lass mich in Ruhe, ich hab nichts gemacht. Was ist denn? Bist du gleich fertig? Weil ich film gerade für ein wichtiges Projekt. Okay. Und dann? Dann nehmen Sie diese Flasche Osterbier und stellen Sie das in das jetzt eh wieder, Kühlschrank. Ihr, ja. Jetzt erst in den Kühlschrank kommen. Dann schummelt es schnell vorbei, dann sieht das nicht. Man kann ja nicht arbeiten. Jetzt wollte ich gerade von diesem Stück Osterkuchen abbeißen. Also ihr müsst es da ins Gefrierfach legen. Darauf, dass wir von diesem Stück abgebissen haben, werden wir jetzt noch den Rest Bier trinken. Meinem Onkel habe ich auch mal eine Flasche mitgebracht, der kann das dann auch mal probieren. Ne? Und da bin ich mal auf seine Meinung gespannt. Wenn ihr das kennt, das Osterfestbier mit diesem schön goldigen Etikett, exklusiv von Hasen, dann schreibt es mal in die Kommentare und ich werde jetzt den Rest hier noch austrinken. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Gleich vorwarnen, nein, Leute, das ist schlecht für das Wort von dem Zeug. Also mir ist nicht schlecht, so. Tschüss. Ich warte hier. Eismann. Du sollst jetzt gucken, dass hier nichts war. Meint ihr, die Katzen essen den Kuchen auf? Ich muss mich nochmal zurückmelden, weil mein Onkel nämlich gesagt hat, dass das Hasenbräu, der hat gesagt, das kennt er, das ist so wie Hasenbräu und da stand noch hinten drauf, dass das für Hasenbräu gemacht ist, dass der sagt den Leuten gleich, da wird ihnen schlecht, wenn die das trinken. Und dann hat er gesagt, drin auf der Kellertreppe, da steht was, das ist das, probier lieber mal das, ne, was ist das? Das ist nämlich Hopfenseer, wahre Braukunst mit edelsten Hopfen, gebraut im Augsburger Land. Und das sehe ich schon wieder hier, das ist schon wieder das Bayerische, ist das schon wieder hier so. Hinten steht auch Hell, hergestellt für Norma, da wisst ihr auch, wo es verkauft wird. Gebraut im Augsburger Land, bitte Rückseite beachten, sonst wüsstet ihr ja nicht, dass es für die Norma hergestellt ist. Das wollen wir jetzt auch mal öffnen, aber wir haben jetzt keine Öffner mehr, deswegen nicht nachmachen. Und jetzt ist die Flasche auf und das heißt, wir können das jetzt nochmal hier in das Bier-Tasting-Glas einfüllen. Ich glaube, die Location da vorne wäre auf jeden Fall viel, viel besser gewesen, weil hier ist es einfach nur Schatten, Sonne, Schatten, Sonne. Und jetzt habt ihr dieses Bierchen. Das ist nicht so bernsteinfarben, das ist eher gelb, aber trotzdem gelb-goldig, aber nicht bernsteinig. Es ist trotzdem klar, aber das andere war klarer. Es ist Perl, das sieht gut aus, es ist weißer Schaum drauf. Achso, wie viel? 4,9 zu 5,8 wie vorhin. Probieren wir ganz kurz noch dem Dirk sein Bier. Schmeckt 1A original wie aus dem Bier-Advents-Kalender. Da waren auch so viele Sorten dabei, die gut aussahen, aber irgendwie total so wässrig und leicht waren. Ja, es ist ein helles. Das Gute ist, es ist nicht so bitter. Ich glaube, an sich kannst du das besser trinken, aber mir fehlt irgendwo so das Bier. So. Aber das sieht man, man kann es mir eh nicht recht machen. Das andere war mir zu bitter, das ist mir zu wenig bitter sozusagen, weil irgendwie das Bier fehlt. Das war es ansonsten von unserer Seite aus. Kennt ihr das? Habt ihr auch schon mal das Hopfenseer? Ich weiß nicht, ob man das Etikett überhaupt sieht. Hopfenseer getrunken, das ist also wahrscheinlich der Geheimfavorit vom Dirks Spezialbier. Und ich würde sagen, noch frohe Ostern, frohe Rest-Ostern. Ich muss noch was verstecken, ansonsten Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne sonnige Tage.